I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Liebe Freundinnen, heute darf ich mal wieder Werbung machen. Ich empfinde Werbung ja als Wertschätzung, als Wertschätzung meiner Arbeit, also dieses Podcasts und als Wertschätzung meiner begehrenswerten Zielgruppe und das seid ihr. Voller Stolz erzähle ich euch heute also von einem Produkt, das ich wirklich sehr sehr gerne mag. Ich finde ja schon den Namen toll. Das ist nämlich so ein Name, den man leicht falsch aussprechen kann. Gefällt mir gut. Also, Clarence. Das S am Ende muss man hören. Das ist wichtig für die eigene Glaubwürdigkeit. Clarence. Das klingt schon so elegant und stilvoll. Ich finde, da fühlt man sich schon, wenn man den Produktnamen sagt, wie eine ja, elegante Französin, die zum Frühstück ein Gläschen Champagner trinkt. Clarence also. Die haben eine Hautpflegelinie die allerdings auch irgendwie schwer auszusprechen ist. Ich glaube, sie heißt multi-intensiv oder multi-intensive oder intensiv. Jedenfalls ist sie so, wie sie heißt. Intensiv. Sie ist extra erfunden worden für reifende Frauenhaut während der Menopause. Wir haben hier auch schon öfter über die teilweise nicht ganz so erfreulichen hormonellen Veränderungen gesprochen, die während der Wechseljahre mit uns vor sich gehen. Und das betrifft selbstverständlich auch unsere Haut. Wissen wir alle. Ihr wisst ja, dass ich meine äußeren Verschrumpelungen relativ gelassen hinnehme. Ich mag es, so alt auszusehen, wie ich bin. Und ich mag ehrlich gesagt den Begriff, den auch Clarence manchmal in ihrer Werbung verwendet, nämlich anti-aging, gar nicht gerne. Ich stehe nicht für anti-aging, ich bin pro-aging. Und ich bin dafür, dass man sich beim Altern von ausgewählten und hochwertigen Produkten begleiten lässt. Das gilt nebenbei bemerkt übrigens nicht nur für Cremes, sondern auch für Menschen. Die Pflegeserie Multi-Intensiv ist so eine gute Lebensbegleiterin. Klar, sie hat einen Lifting-Effekt, dient der Zellerneuerung und mildert Falten und das bestätigen Studien. Aber mir geht's ganz ehrlich in erster Linie um das Wohlgefühl und das Wissen, mich damit selbst gut zu behandeln. Ich mag den Duft, ich mag die Konsistenz und ich habe das Gefühl, wenn ich mich eincreme, das Richtige zu tun. Tut euch etwas Gutes, probiert diese Multi-Intensivpflege aus. Mit dem Code Stimmen in einem Wort auf www.clarance.de könnt ihr jetzt für die Tages- und die Nachtcreme 20% Vergünstigung erhalten. Tut was fürs gute Altern für eure reifende Haut und jetzt mit den Frauenstimmen für euren reifenden Geist. Ich opponiere nicht mehr. Ich will gar nichts mehr ändern. Ich will einfach weitermachen und weiter störrisch bleiben, an der Welt teilnehmen, meine Dinge machen. Aber ich bin nicht mehr zuständig, jetzt irgendwie noch groß was zu ändern. Das habe ich ein Leben lang gemacht. Jetzt ist es auch mal gut. Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage Sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und heute spreche ich mit Elke Heidenreich. Elke ist, ich glaube, das darf ich jetzt einfach mal so sagen, eine Ikone. Fernsehstar, Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Hörspielautorin. Und auch das darf ich so sagen, sie ist eine alte Frau. Und darum geht es in unserem Gespräch. Über das Alter und das Altwerden, über das Loslassen und über das, was wir mit ins Grab nehmen werden. Elke ist 81 und zwischendurch sagt sie Sätze wie, glaub mir, alter Tante. Und ich glaube ihr. Ich glaube ihr, dass ihre Neugier sie lebendig hält, dass ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre Empörungsfähigkeit sie zu einer zufriedenen und unzufriedenen, energiegeladenen Alten machen. Es ist eine Freude, ihr zuzuhören, denn sie macht Lust aufs Alter und vermittelt Zuversicht. Elke hat jetzt die beste Zeit ihres Lebens. Ich wünsche euch allerbeste Unterhaltung und viel Spaß beim Älterwerden. Herzlich willkommen, liebe Elke, in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich freue mich so sehr. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen, die mir zu dir einfällt. Nämlich, ich glaube, wir sind uns noch nie so richtig begegnet. Einmal auf der Buchmesse. Ganz da kurz. haben wir uns angesprochen ja. und mochten uns beide gleich gut leiden und wussten genau. auch voneinander, wie fleißig wir sind. Richtig, ja. Es war kurz, aber meine erste Begegnung mit dir, womöglich erinnerst du sie nicht mehr. Ich war 20 und Praktikantin bei der Brigitte, du warst 45 und schon ein Star in allen Medien. Ich hatte damals ein äh, Dossier, also so ein äh, Stück mit mehreren Texten vorgeschlagen zum Thema Freundschaft. Und du hast einen Text dazu beigesteuert. Ach. Und ich las diesen Text, fand ich erst auch sehr, sehr schön. Und dann habe ich mich so geärgert, weil du eine wunderschöne, beste Frauenfreundschaft zu einer Freundin beschrieben hast. Und der letzte Satz war, das alles ist eine Illusion. Es gibt so etwas nicht. So eine, diese perfekte Freundschaft, die du da beschrieben hattest. Und ich war 20 und war nicht bereit, diese Illusion von der einen großen Liebe eigentlich oder eben besten Freundin so gehen zu lassen. Und das hat mich wahnsinnig verärgert. Es ist natürlich genauso erschienen, wie du es geschrieben hast. Heute denke ich, dass. Du natürlich völlig recht hattest. 25 Jahre liegen zwischen uns und ich immer mehr den Eindruck habe, dass das Älterwerden einen sehr angenehmen Verlust von Illusionen auch bedeutet, die man sich macht. Würdest du das auch so sehen und warst du damals einfach schon natürlich weiter? Also ich höre diese Geschichte fassungslos. Weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen und hätte Stein und Bein gewettet, dass ich das nie geschrieben habe. Denn ich glaube total an Freundschaften. Und meine Freundschaften halten 30, 40 Jahre. Die zu Senta hält 60 Jahre inzwischen. Die halten lange und es ist für mich überhaupt keine Illusion, dass sowas hält. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was mich da geritten hat. Und ich glaube dir jetzt einfach überhaupt nicht. Nein, ich glaube, weißt, es waren nur so, dass du die Freundin beschrieben hast, die alles abdeckt. Ja, aber das kann keiner. Genau, das meine ich. Und daran habe ich aber noch geglaubt. Also die, die ja. eine eine Freundin, die reicht fürs ganze Leben und das war das eher, genau. Ja, das, das gibt es nicht. Es gibt eine Freundin wie meine Leonie, die für mich arbeitet, der ich total vertrauen kann, die mich schützt, die mir hilft, die alles für mich regelt und organisiert. Dann mhm. gibt es Freundinnen, mit denen man sitzt und die Nächte durchsäuft oder über Liebesgeschichten redet. Senta und ich haben uns kennengelernt als ganz junge Mädchen mit 20 und sind beide aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, haben das beide nie vergessen. Wir haben uns definiert über unsere Herkunft, unsere Kindheit, wir ah, ja. kannten gegenseitig mhm. unsere, unsere Mütter in diesen armseligen Wohnungen ohne Bad. Jede Freundschaft ist anders gelagert und ich würde heute sowas wahrscheinlich nicht wieder schreiben. Wenn ich es damals geschrieben habe und dich desillusioniert habe, tut mir das leid. Vielleicht war ich da gerade auf irgendeinem trotzigen Trip. Ich habe mich in meinem Leben auch sehr oft gedreht und verändert. Grundsätzlich glaube ich an die Freundschaft. Ich glaube aber auch, was du auch sagst, dass im Laufe des Lebens die Illusionen abnehmen und dass es Freunde gibt, von denen man sich trennen muss. Ich hatte eine Freundin, mit der war ich seit 25 Jahren und mehr, glaube ich, befreundet. Wir waren wie Schwestern. Unsere Mütter hatten sich auch gekannt. Wir waren richtig wie Schwestern. Und von einem Tag auf den anderen, sowas gibt's, durch eine Sache, die passiert ist zwischen uns, war es aus und vorbei und hat nie mhm. wieder auch nur den Anknüpfungspunkt oder die Idee einer Neuanknüpfung gegeben. Sowas gibt's. Und dann muss man sich trennen können. Und das ja. konnte ich auch immer. Man muss ja. auch im Alter noch sagen: Das tut mir nicht gut, das ist toxisch. Ich trenne mich. Und was ich eben finde, ist, dass man sich beim Älterwerden und das erlebe ich ja jetzt auch, ich darf ja auch von mir sagen, dass ich älter werde, werden wir alle. Du bist mit 50 oder von, so, ne? Genau 56. Mhm. Dass man sich eben auch von Illusionen trennt und das war eigentlich ja. das, worauf ich hinaus wollte. Und ich finde das ganz befreiend, dass man eben nicht mehr an die... Ja, da hast du recht. Ich weiß nicht, sag mal, die Illusion, welches war so die letzte Illusion, die du verloren hast? Fällt dir da eine ein? Eigentlich nicht. Also, ich, weißt du, ich hatte ja eine sehr lange glückliche Ehe mit Bernd Schröder, 25 Jahre. Dann haben wir mhm. uns getrennt und die Trennung ging von mir aus. Und ich hatte immer gedacht, das wird ewig halten und wir bleiben ewig Freunde. Und das hat nicht geklappt. Das war eine dieser Illusionen. Aber ich glaube, wir machen uns oft Illusionen über unsere Verhältnisse, unsere Freundschaften, unsere Liebschaften. Das machen wir, um auch überleben zu können. Wenn wir sehen, dass die Träume nicht alle wahr werden, dass der Lack abgeht, dass es nicht mehr glitzert, dann hängen wir an diesen Illusionen. Und irgendwann sind wir aber gezwungen, die Realität zu sehen und dann ist die Zeit auch vorbei. Also, das zieht sich mhm. aber durchs ganze Leben. Das empfinde ich ja. jetzt nicht als ein Altersding, sondern das geht durchs mhm. ganze Leben, dass wir gewisse Illusionen haben, wie toll wir sind oder was wir erreichen können und abends im Bett liegen und merken Fehlanzeige, falscher Weg. Ja. Ja, also mein Eindruck ist schon, dass man die Jugend beginnt mit einem Riesenhaufen an Illusionen, Träumen, an dem, was man für möglich hält, und dass das so langsam sich der Realität anpasst. Das war bei mir nicht so. Die Jugend war bei mir okay. so schwer. Ich habe so gekämpft, daraus ah. zu kommen, mein Elternhaus zu überwinden, meinen Weg ins Leben zu finden. Da hatte ich gar keine Illusionen. Da hatte ich einfach nur einen Überlebenswillen. Ich hatte den Wunsch: Ich will studieren. Ich will raus aus diesen Verhältnissen. Ich will rein in ein anderes Leben. Und das bezahlt man mit Einsamkeit und Trotz. Und da habe ich das Kämpfen gelernt. Da hatte ich keine Illusionen. Ich bin überhaupt, glaube ich, kein Mensch für große Illusionen. Mm, also ich bin mm, ziemlich mm. nüchtern. Ja. Aber manchmal hat man so eine Illusion bei einer Liebe oder so, wenn eine neue Liebe anfängt. Das hält jetzt für immer. Everlasting Love. Und das ist natürlich Quatsch und das kennt jeder. Ha, du bist kein Mensch für Illusionen. Das, das kann sicherlich an dem Aufwachsen liegen, weil ich sozusagen mein Leben wurde eigentlich. Das klingt ja so blöd immer härter, weil mhm. ich so behütet aufgewachsen ja. worden bin und musste. Es blätterte dann irgendwie so ein bisschen der Lack ab durch das die genau Realität. Genau umgekehrt. Ja, das bei dir ist mehr. es genau umgekehrt. Ja, ja und bei mir war der, am Anfang der Kampf ja. und dann wurde es immer besser. Von da an, wo ich selbst in die Hand genommen habe und selbst mir trotzig und bockig und mit vielen Fehlern, aber auch mit Erfolgen meinen Weg erkämpft habe und wusste, hier geht's lang. Und mhm, du kommst m -m. aus einem ganz behüteten Elternhaus, du hast alles schon, wie meine Freundin auch, alle Wege wurden geebnet und dann wird es später schwer, wenn die ersten ja, Brocken genau. kommen. Und bei ja, mir wurde ja. es eigentlich immer leichter. Und jetzt im Alter sitze ich da und bin rundum vergnügt aber du hast zwei Kinder großgezogen das ist ja noch mal ein ganz anderes leben wieso bist du denn eigentlich so vergnügt ich bin so dankbar ildiko ich bin so dankbar schau mal ich bin geboren 43 noch Anfang 43 da war noch zwei jahre richtig krieg und ich glaube meine angst vor feuerwerk und gewitter nicht direkt aber feuerwerk vor krach kommt noch von diesen ersten bombennächten in der zeit als ich ein baby war wurde das ruhrgebiet in schutt und asche gelegt und ich habe eigentlich sagt meine mutter die ersten zwei jahre nur in kellern verbracht irgendwie steckt das in einem drin glaube ich mhm. Und ab dann wurde es immer besser und immer schöner. Und jetzt im Alter habe ich das Gefühl, ich hatte 70, 80 Jahre fast in einem Land ohne Krieg, in einem demokratischen Land. Ich, die die Klappe immer aufreißt, wäre im Iran längst im Gefängnis, hätte in Afghanistan nicht studieren dürfen, müsste in Afrika zehn Kilometer laufen, um meinen Kindern frisches Wasser zu bringen. Mhm. Wie gut habe ich es? Ich mache einen Schalter an, das Licht geht an. Ich bin krank, ein Krankenhaussystem ist da. Ich bin versorgt in einem gut funktionierenden Land. Ich bin einfach dankbar. Ich bin dankbar, so alt geworden zu sein, trotz aller meiner Krankheiten, Fehler, Niederlagen, ungesunden Lebensweisen. Und dass ich jetzt hier sitze und dieses Alter auch genießen darf mit den Erfolgen, die ich hatte, die du ja auch hattest. Das macht uns ja auch sorgenfrei. Diese tollen Auflagen, die wir beide haben, die bescheren uns ja auch ein Leben, das schön ist. Das muss man auch mal sehen. Bist du denn nicht traurig darüber, dass du nicht mehr sehr lange leben wirst? Nein, also, gar nicht. Im Vergleich zu der Zeit, die du schon ja, gelebt ich hast. Ich finde das schön, dass du das so direkt ja. fragst. Nein, natürlich nicht. Guck mal, mit 81 ist Zukunft eine vage Option. Das ist nicht mehr viel. Mhm. Wenn ich Pech habe, sind es zwei, drei Jahre. Wenn ich Glück habe, sind es zehn. Aber viel mehr wird es nicht werden. Und wir wissen, wie schnell das rum ist. Wir wissen das aus unserem ganzen verflossenen Leben. Aber ich bin darüber gar nicht traurig, weil ich habe es ja gehabt. Meine Freundin Gisela sagt immer, das gehabt haben, schützt vor dem Haben wollen. Ich hatte es ja alles. Was will ich denn noch? Will ich noch mehr Bestseller, noch mehr Erfolge, noch eine Ehe, noch eine Liebe, noch ein Abenteuer mit dem Kellner? Ich will das alles nicht. Ich will einfach hier sitzen und sagen: Boah, ist das jetzt schön, ich muss nichts mehr beweisen. Ich habe es einfach nur noch gut. Ich möchte gesund bleiben, ich möchte freundlich bleiben, ich möchte geistig wach bleiben, aber ich habe keine Angst davor, dass es zu Ende ist. Dieser Satz hat mir gut gefallen, das gehabt von deiner Freundin Gisela, das gehabt haben schützt vor dem haben wollen. Ich war da nicht sicher, ob das stimmt, ob man nicht auch mehr haben möchte. Nicht unbedingt mehr, aber noch länger. Du sagst in deinem Buch, das mir sehr sehr gut gefallen hat. Sagst du, dass du das Alter nicht als Gegner empfindest, aber schon die verrinnende Zeit. Und das ist ja, die verrinnende Zeit geht ja Hand in Hand mit der weniger werdenden Zukunft. Und mhm. wo ich dachte, man möchte doch vielleicht nicht gehen. Da hast du recht. Also Alter und Zeit ist nicht dasselbe. Das Alter muss ich akzeptieren als einen Teil meines Lebens, wo ich abbaue, wo der Körper abbaut, wo ich anders aussehe, wo ich mich langsamer und anders bewege. Aber die Zeit, ist ja immer gleich. Die verringt ja jetzt nicht schneller als früher. Die Zeit ist immer gleich. Manchmal, mhm. du kennst es selber, wenn man wartet auf irgendetwas, will sie gar nicht vorbeigehen in Wartezimmern oder warten auf den Zug, die ewig verspätete Bahn. Manchmal, wenn man glücklich ist, rast sie so schnell, dass man denkt, wo, wo sind die drei Stunden geblieben? Man möchte es festhalten. Manche Tage verplempert man, manche ziehen sich endlos. Die Zeit ist immer gleich, wir empfinden sie nur verschieden. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe nicht mehr so viel von der Zeit und ich muss die, die ich noch habe, einfach nutzen. Besser nutzen als früher, wo ich oft in den Tag hinein Zeit verschleudert und verplempert habe mit gar nichts. Und das tue ich nicht mehr. Ich teile mir jetzt mhm. die Stunden und die Tage sehr gut ein. Aber so, ich, entschuldige, dass ich da so drauf rumreite, aber so wie du dein Leben beschreibst und die Dankbarkeit für dein Leben, sollte man doch meinen. Dass du einen gewissen Ärger oder eine gewisse Trauer darüber empfindest, dass es nicht mehr so lange dauert, nein, das, was gar du so nicht. Sehr liebst. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Das muss mit dir zu tun haben. Vielleicht. Und mit Ängsten, die du selber hast. Also, ich mhm. habe das gar nicht, weil wenn du, okay. wenn du erstmal 80 bist, glaube der alten Tante, mit der du gerade sprichst, mhm. dann hast du so viel Leben gehabt, so viel Freude, so viele Enttäuschungen, so viele Erfahrungen. Du bist auch satt. Du bist irgendwie, okay. was, was will ich denn? Will ich denn nochmal nach Venedig? Will ich mich nochmal verlieben? Will ich nochmal von vorne anfangen? Brauche ich jetzt auch noch ein Lastenfahrrad? Ich habe alles Mögliche schon erlebt und kann mich jetzt zurücklehnen und sagen: Ah, oh, Es ist so schön, ich kann früh ins Bett gehen oder spät, ich muss nicht funktionieren. Ich arbeite ja übrigens auch noch. Das ist ja eines der Geheimnisse, mhm. weshalb ich so glücklich bin. Dass ich noch arbeite, dass ich sogar noch im Fernsehen bin. Welche Frau ist das mit über 80? Ich bin im Literaturclub immer noch. Ja. Und auch in anderen Sendungen. Und das macht mir Freude. Und deswegen habe ich keine Angst, dass es irgendwann aufhört. Ist doch klar, das kann doch nicht ewig so weitergehen. Es soll doch nicht 200 Jahre so weitergehen. Es ist ein ganz normales Lebensende, das sich nähert. Und so wie ich meinen Anfang nicht mitgekriegt habe, werde ich vielleicht das Ende auch nicht mitkriegen. Ein großer Gott der Seele wird mir die Hand reichen. Ich schlafe ein und das war's. Es macht mir keine Angst und es macht mich auch nicht traurig, mhm. sondern lässt mich das was jetzt ist sehr glücklich genießen. Ich glaube nicht, dass es an mir liegt, dass ich darauf so rumreite. Ich glaube, Mitte des Lebens ist man viel unsicherer als, als am das Ende. Denke ich Bis jetzt in den Jahren, da habe ich nur noch gezweifelt. Da habe ich gedacht, 56 oder ja? Mitte 50 Jahre, habe ich gedacht, kann ich es noch mal rumreißen? Kann ich noch mal was anderes machen? Ich habe ja erst mit 50 überhaupt angefangen zu schreiben. Du hattest deine Erfolge viel früher als ich. Ich mhm. habe da erst angefangen, vorher war Else Stratmann oder Brigitte Kolumnen, weißt du ja noch. Ja. Aber ja. da habe ich angefangen, Kolonien der Liebe, da war ich 50. Und da fing das erst an mit einem Erfolg, der mich völlig überrumpelt hat, wo ich dachte, jetzt kann ich noch mal ein ganz anderes Leben leben. Aber was für eins? Wie? Auf wessen Kosten? Habe ich die Kraft? Da war ich viel umgetriebener. Ich kann dich trösten, in 30 Jahren sitzt du da viel gelassener als jetzt. <laughs> ja, das tröstet mich und ich bekomme so langsam beim Älterwerden auch eine Ahnung davon, weil ich natürlich noch weiß, wie ich vor zehn Jahren war und da war ich ein ganz anderer Mensch innerlich. Ja. Also ich merke diese, die fortschreitende innere Reifung, die äußere natürlich auch, die bemerke ich ja auch jetzt schon. Insofern bin ich zuversichtlich, dass ich in 25 Jahren natürlich mich auch wieder weiterentwickelt habe, so wie du jetzt sagst und, ja. und dann eine alte Tante bin, die eben ähnlich empfindet, so wie du jetzt. Jedes Alter hat seine Schönheiten und seine Schrecken. Warst du mit 17 denn immer glücklich? Auch nicht, ne? Mit 17 ist Nein, man doch so umgetrieben. Das weiß ich nicht. Du schreibst ja auch mit 17. Warst du viel unglücklicher als jetzt? Ja, die Liebe und das ist alles so kompliziert. Mhm. Der mhm. Körper, die Scham, ja. das ganze, das erleben müssen. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, nackt mit einem Mann im Bett zu liegen. Und dann hat man es doch gekonnt und dann ist man plötzlich ein ganz anderer Mensch als vorher, wenn man noch ein Kind, ein Mädchen, auf einmal nicht mehr, weil man ganz andere Dinge kennt. Das erlebt ja jeder. Und ich finde, dass im Laufe des Lebens, je mehr man kennenlernt, je mehr man erfährt, dass diese Angst, diese Unsicherheit, dieses Ratlose, dass das einfach immer mehr abnimmt und man immer mehr, es ist wie ein Weg zu sich selber. Mhm. Und wenn man dann ja. angekommen ist, sitzt man auf dem Stuhl und sagt, so, jetzt ist gut, Tür zu. Also ich sehe das ganz wirklich, diese Wanderung durchs Leben mit Tälern und Tiefen und Höhen und dunklen Wäldern und schmalen Wegen und abstürzen und sich wieder berappeln. Als ein ganz wunderbares, langes Theaterstück und der letzte Akt fehlt noch und kann sein, dass er unfriedlich wird, aber ich glaube es eigentlich nicht. Das heißt, du hast jetzt eine der besten Zeiten deines Lebens. Es ist wirklich wahr, ja. Ich würde das so sagen. Jetzt mit 80 habe ich eine der schönsten, besten Zeiten meines Lebens. Die Erfolge sind eingefahren, ja. die Freunde sind da, das Haus steht und ist bezahlt. Was soll passieren, außer dass ich irgendwann sterbe? Und das müssen alle. Falls du ja, noch nicht drüber nachgedacht so hast. Die beste Zeit deines Lebens ohne Angst davor, dass es bald vorbei sein Ja, wird. Das ist wirklich eine sehr gelungene Kombination. Ja, ne? ich habe diese Angst nicht, weil mir ja, ist doch klar, dass ja. es bald vorbei ist. Es gibt ja, ja. kein Serum, dass ja. ich 150 werde. Und ich würde es auch gar nicht wollen. Nee, das würde man nicht wollen. Es ja. gibt eine Oper von Leos Janacek, die heißt Die Sache Makropulos. Die spielt am Hof irgendeines Königs, wo ein Vater Chemiker ist und der König verlangt von ihm ein Serum, weil er ewig leben will, irgendetwas. Er soll, der Chemiker soll was erfinden. Und er testet das an seiner Tochter. Und diese arme Tochter muss nun 300 Jahre leben. Nach 300 Jahren erlischt die Wirkung. Und 300 Jahre lang lernt sie neue Männer kennen, trennt sich, sie wird nicht älter, die Männer werden älter, alle um sie herum sterben, sie muss immer wieder neu anfangen. Und sie ist vollkommen verzweifelt und sagt, wann hört das endlich auf? Ich glaube, die Endlichkeit des Lebens ist auch ein Trost, damit wir es aushalten, damit wir dann gehen können, weil wir sagen, wir ja. waren jetzt so lange da. Mit 27, wie Amy Winehouse, das ist tragisch. Das ist furchtbar, bei dem Talent. Aber mit 80, du lieber Gott, was will ich der Welt denn noch beweisen? Was ich erreichen konnte, habe ich erreicht. Mehr geht nicht. Dann kann man es auch lassen. Ja, nicht alle heißen den Tod oder das Ende des Lebens so willkommen. Deine Mutter zum Beispiel, da schreibst du, ja. die ist unwillig gegangen. Ja, weil die hat auch kein um ihr Leben betrogen. Genau geht, so. Ne? Die hatte auch ja. kein glückliches Leben. Im Ersten Weltkrieg geboren, den Zweiten Weltkrieg als junge Frau erlebt, dann noch ein Kind im Krieg gezeugt. Das wollte sie doch alles gar nicht. Betrogen von meinem Vater, das war kein schönes Leben. Und dann ist man natürlich zornig und sagt, das soll alles gewesen sein. Das kann ich gar nicht sagen. Ich kann eigentlich wirklich nicht zornig sein. Wäre das Leben deiner Mutter insgesamt schöner gewesen, wenn sie 100 Jahre länger hätte leben können? Um Gottes Willen. Die, die hat schon die letzten zehn Jahre nicht mehr gewollt. Nein, nein, gar ah, okay. nicht. Die hat also, schon ja. gesagt, warum muss ich auch noch so alt werden? Das ist so eh alles Scheiße. Die hat gar keine Lust mehr gehabt. Mhm. Ich bin eben an einem Plakat zur Europawahl im Alten vorbeigegangen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, eine Partei für medizinische Verjüngungsforschung. Mhm. Und hab dann das mal angeschaut. Altern verursacht Leid und Tod schreiben Sie Altern ist aber heilbar und sie setzen sich dafür ein <laughs> ja das ist genau der falsche Gedanke ich meine schon der Satz Altern ist heilbar ja da, das, das heißt ist Altern ist eine Krankheit das hat ja. Seneca hat es glaube ja. ich schon gesagt es ist keine Krankheit es ist ein Teil des Lebens Jugend ist dann wenn du so willst auch eine Krankheit wir bissen ins Bett wir machen in die Windeln wir was weiß ich nicht was wir alles anstellen wenn wir klein sind und im Alter machen wir das eben auch wieder, tragen wir auch wieder Windeln. Mm. Es ist keine Krankheit, es ist ein Auf- und Abbau im Körper. Du hast die Jahre gehabt, wo du Mutter warst, das bist du jetzt nicht mehr, du könntest jetzt auch kein Kind mehr kriegen. Ist das ein Abbau? Nein, das ist natürlich auch ein Schutz. Ja. Und ich sehe das überhaupt nicht als Krankheit. Es ist doch ganz klar, dass Organe, die 80 Jahre funktioniert haben, sich abnutzen. Meine Augen sind schlecht, meine Ohren sind schlecht, meine Knochen tun oft weh. Ja, dafür war ich früher dümmer. Also es gleicht sich doch aus. <laughs> Das, das ist sehr richtig, <laughs> dass du da so drüber lachen kannst. Wirklich. Dafür war ich, weil mich das so freut. Dafür war ja. ich früher dümmer, ja, ja. weil das mir ja auch so ein Anliegen ist. Und ich finde, es liest man auch in deinem Buch, dass dass du sich dich auch so. ach, du hast diese wunderbare Formulierung, warte, die ich mir unterstrichen habe mehrfach, weil ich mich so darüber gefreut habe, bequemer ja, aber auf dem Flachland des Optimismus kann ich im Alter nicht sicher gehen. Das hat mir so gefallen. Ja, wenn ich immer nur alles schön finde und gut erwarte, ja. das ist nichts. Also ich sehe doch, wie die Welt entwertet ist und in welchem Zustand sie ist und wie schrecklich sie ist. Ich wehre mich nur dagegen, und jetzt haben wir wieder ein anderes Thema in dem Buch, dass wir Alten an allem schuld sein sollen. Das sind wir mhm. nicht, und das schreibe ich im mhm. Buch ja auch sehr vehement. Ja. Ja. Ich sehe die Entwertung der Welt, und die war nicht vorherzusehen durch Klimawandel, durch Pandemien, durch Überbevölkerung. Wir sind acht Milliarden, das war ja in meiner Kindheit noch anders. Mhm. Durch Kriege natürlich und durch neu erwachenden Nationalismus, der uns ja allen Sorgen macht. Na, da bin ich ja nicht die Einzige, die sich da sorgt. Und durch schreckliche Politiker wie Donald Trump oder, oder andere. Das sehe ich ja alles. Aber trotzdem sind wir Alten nicht daran schuld. Wir haben das nicht alles verursacht. Und das versuche ich ein bisschen zu erklären. Ja. Mm, yeah. Und der Optimismus, um auf den nochmal zu kommen, den muss man ja haben, jeden Tag. Ich muss ja immer auch sagen Ja zum Leben, sonst kann ich es ja nicht packen. Aber ich bin nicht mehr optimistisch, was den Zustand der Welt betrifft. Ich bin aber auch, und das ist auch ein gutes Gefühl mit 80, ich bin nicht mehr zuständig, ihn ändern zu müssen. Ich habe meinen Teil getan. Ich war dabei, jetzt mal allgemein gesprochen, als die Grünen gegründet wurden, Greenpeace, Amnesty, Ärzte ohne Grenzen, Paragraph 218 abgeschafft, 175 abgeschafft, die Nazi-Eltern hinter uns gebracht, die autoritären Professoren. Das heißt, meine Generation hat eine Menge geschafft. Und mhm. jetzt bin ich nicht mehr dran. Jetzt sind die Jungen dran. Ja. Mit ihren eigenen Methoden. Ich mochte es so gerne, Flachland des Optimismus, weil mir das auch, ich immer den Eindruck habe, durch diese Chaka, yes you can, alles, wovon ja, ja. du träumst, kann wahr werden. Mentalität geht so viel verloren. Die Postmoderne, die gottverdammte Postmoderne, das war eines der blödesten Dinge, die Postmoderne. Dass die Oberfläche der bequemere Ort ist, nein, ist er nicht. Mm. Ja, mm. Das, das hat mir gut gefallen. Ich wollte noch einmal zurück zu dem Satz, nicht zurück zum Satz, sondern den Satz zitieren, den du auch zitierst in deinem Buch von Bette Davis, das Altern ist nichts für Feiglinge. Mir hat der nie so gut gefallen. Was sagt der dir? Naja, der zieht sich ja durch die ganze Literatur. Du kennst von Philip Roth, das Alter ist ein Massaker. Alle haben irgendwie so einen Satz gesagt. Man muss schon ein bisschen Mut haben. Das heißt, man kann sich natürlich, wenn man altes ins Bett legen und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mein Rücken tut weh. Und ich, nein, ich sehe eh nichts mehr, ich möchte auch nicht mehr lesen. Nein, ich gehe nicht mehr ins Theater, ich fahre im Dunkeln nicht mehr Auto. Kann man alles mhm. machen. Man kann es aber auch lassen und sagen, ich nehme mir ein Taxi, ich kaufe mir eine dickere Brille, ich ziehe jetzt extra rote Schuhe an. Das heißt, nicht sich da reinfallen lassen in diese Dunkelheiten und in diese Zumutungen und sagen wir mal Enteignungen, die das Alter auch mit sich bringt. Man wird ja auch ja. einiger Fähigkeiten enteignet von mhm, Menschen m -m. oder vom Leben. Und das nicht zulassen und weiter teilnehmen, also wirklich sich dann in Bus oder in Taxi setzen und ins Theater gehen und nicht zu Hause sitzen und sagen, Ach, ich wäre auch gerne noch mal im Theater, aber ich sehe ja im Dunkeln nicht mehr. Ja, mein Gott, also <laughs> mhm, m -m. ich bin gegen dieses Jammern, was man alles nicht mehr kann. Man kann bis zuletzt, wenn man klar im Kopf ist. Ja, und wenn man schon mit 50 ins Theater gegangen ist. Also weißt du, du, Ja, ja, mit äh, 80 äh, anfangen ist auch schlecht. Ja. Ja, ja, ja. ja. Man, wenn man sich immer kulturell interessiert hat, davon gehe ich jetzt aus, weil ich erzähle ja von mir und ich weiß auch, wie mhm. privilegiert ich bin. Genau, das wollte ich einmal nochmal sagen. Ich kann ja nur von mir erzählen. Ich kann ja jetzt nicht eine, eine alte Frau, die auf dem Land lebt und 18 Kinder großgezogen hat, in die kann ich mich nicht reinversetzen. Das machen die selber, es gibt ja Leute, die darüber Bücher schreiben. Ich kann mhm. nur über mich schreiben und von da die Tentakel ausstecken in die Richtung, wo Menschen sind, die ähnlich leben und denken wie ich und denen sagen: Lasst euch nicht hängen, es ist immer noch gut ja, und ihr habt ja. noch Möglichkeiten. Jemand, der, der sein Leben lang schwer körperlich gearbeitet hat oder so, kann ich das nicht sagen, weil der hat ein ganz anderes Leben als ich. Ja, genau. Wenn du schreibst, du alterst mit Neugier, du warst ja immer neugierig. Ich war immer neugierig. Ja. Und jemand, der es nie war wird, auch nicht mit Neugier altern und eventuell dadurch auch schneller altern. Das ist ja, ja. auch so ein bisschen deine These, ne? dass die Neugier auf die Welt, das erschütterbar bleiben, auch. Nee, ich will jetzt nicht sagen, Jungheld, weil das ist genau das, was ich nicht sagen will, sondern dass man dann. Wie kann man es richtig sagen? Weißt du, es, es hat damit zu tun, das Jungheld würde ich so auch nicht sagen. Da hast du schon mhm. recht dazu stocken. Es sind verschiedene Lebensentwürfe einfach auch manchmal. Und die hat man nicht immer nur selbst getroffen, die trifft ja auch das Leben. Wo du geboren wirst, in welche Familie hinein, mit welchen Chancen. Ja, klar. Und diese Lebensentwürfe. Machen, dass wir im Alter sehr verschieden sind. Das ist auch ein Thema, was ich in diesem kurzen Essay, das borussia ja nur 100 ja. Seiten lang, versuche anzureißen, weil das ein ganz wichtiges Thema ist. Übertrieben jetzt gesagt, ist die Jugend relativ eine homogene Gruppe. Da spielen die Hormone eine Rolle, die ersten Erfahrungen, die Entwicklung des Körpers und so weiter. Die Alten sind aber keine homogene Gruppe, denn die haben 80 gelebte Jahre hinter sich. Da ist jeder ein Individualist. Du weißt es, es gibt multimorbide Alte, es gibt Alte, die den Marathon laufen. Das heißt, wir Alten sind nicht über einen Kamm zu scheren als die Alten. Wir sind sehr verschieden. Und deswegen gibt es da auch keine Gemeinschaft, sondern jeder muss für sich sehen, wie er sein Alter lebt nach dem Leben, das er hatte. Und das ist bei einer Mutter mit fünf Kindern anders als bei mir. Und bei einer Frau, die auf dem Land schwer gearbeitet hat, anders als bei einem Model. Irgend ein Model in Vogue hat ja mal gesagt: Ach ja, ich weiß auch, dass ich nicht für immer jung bleibe. Ich werde auch mal 30. Ja, ist gut. Sie wird auch mal 80. Was sagt sie dann? Ja, ja. ja. Hoffentlich. <laughs> ja, ich wünsche es ihr. Und es ist nichts Schlechtes. Das ist eigentlich das Einzige, was ich mit dem Buch sagen will. Natürlich erzählt es von mir, von meinen Erfahrungen. Aber ich will sagen, Herrgott, nochmal, fürchtet euch doch nicht so. Hm. Es geht. Hallo meine Lieben, ich möchte einmal kurz unterbrechen, denn ich freue mich, einmal mehr Werbung machen zu dürfen. Zu HelloFresh habe ich ja mittlerweile fast schon sowas wie eine Langzeitbeziehung. Ich finde es einfach super, am Anfang einer jeden Woche eine Zutatenkiste zu bekommen und dann Tag für Tag Rezepte nachzukochen, auf die ich von alleine niemals gekommen wäre. Ich habe also meine Standardgerichte, die ich immer dann mache, wenn es entweder schnell gehen muss oder mir nichts anderes einfällt. Das ist ehrlich gesagt doch relativ häufig der Fall. Bei HelloFresh gibt es so 30 bis 40 Rezepte pro Woche. Du kannst aus Kategorien auswählen wie vegetarisch, familienfreundlich, vegan oder auch zeitsparend. Du entscheidest, was du essen willst, wie viele Personen mitessen und wie viele Mahlzeiten es in der Woche geben soll. Und dann bekommst du diese frische Box geliefert und brauchst dir keine Gedanken mehr zu machen. Ja, also zumindest nicht mehr übers Kochen. Du sparst Zeit, du sparst Verpackungsmaterial, du schmeißt keine Lebensmittel mehr weg und mit meinem Code hellofresh.de/frauenstimmen sparst du sogar auch noch Geld. Bis zu 120 Euro in Deutschland. Die erste Lieferung ist mit meinem Code sogar komplett kostenlos. Sowohl für neue als auch für ehemalige Kundinnen. Lasst es euch also gut schmecken. Lasst euch inspirieren und euch den Einkaufsstress abnehmen. Hier nochmal der Rabattcode. HelloFresh.de slash Frauenstimmen. Und all die Zeit, die ihr spart, weil ihr ja nicht mehr einkaufen gehen und über die Speisengestaltung nachdenken müsst, könnt ihr ja sinnvoll in was anderes investieren. Zum Beispiel ins Podcast hören. Ich wünsche euch weiterhin nahrhafte Unterhaltung mit den Frauenstimmen. Du zitierst Julian Green, der in seinem Tagebuch behauptete, im Innersten sei man nie alt. Du schreibst auch, dass du dich innerlich eigentlich wie 60 fühlst oder deutlich jünger. Dein Lebensgefährte, der 28 Jahre jünger ist, als du sagst, durch dich ist er jung geblieben. Ich verstehe das immer gar nicht, weil ich fühle mich. Ich möchte doch auch innerlich altern. Ich möchte greifen, altern. Was ist damit gemeint? Ich bin innerlich jung. Dann wäre man ja innerlich immer noch 17 und so blöd wie damals. Stimmt doch nicht. Nein, nein, das stimmt nicht. Ich bin auch, das ist auch nicht, dass ich sage, ich bin innerlich jung. Ich bin genauso mhm. alt, wie ich bin. Ich bin 81 ja. und das fühle ich und das weiß ich. Aber mein Interesse ist jung geblieben verglichen mit 80-Jährigen, die alte Leute sind. Manchmal beim Signieren mhm. sagt jemand, ich bin ihr Jahrgang. Und dann gucke ich hoch und sehe ein Mütterchen. Und ich denke, nein. Denn es ist nicht dasselbe, wie alt man ist, sondern wie man alt ist, wie man sein Alter auch lebt. Und das macht natürlich was aus. Und das, äh, mir fällt da kein anderes Adjektiv ein als jung. Aber natürlich fühle ich mich nicht wie eine 80-jährige, die früher mit Gesundheitsschuhen und Gummizug und Einlagen durch die Gegend schlurfte, sondern ich nehme ganz anders am Leben teil und das ist das Junge, aber ich weiß in jedem Moment, dass ich 80 bin, das mache ich doch nicht weg, aber ich habe noch immer Energie. Das ist auch eine Frage der Energie, die man noch hat. Mhm. Aber verstehst du mein Zögern mit diesem Begriff jung, weil das sind wir ja nicht mehr, du noch weniger als ich und ich möchte auch Aber nicht ab wann würdest du denn sagen, ist man jung und ab wann alt? Das ist doch sehr individuell. Ich war mit 20 viel älter und wahrscheinlich viel schwieriger als jetzt. Jetzt sind mir, manche Sachen fallen mir viel leichter, viel, viel lässiger. Aber das ist doch dann, das Problem ist, dass alt, so ein bisschen so wie dick, ein Wort ist, dass man, wenn, dann nur für, nur selber für sich benutzen darf. Also ich dürfte dich nie vorstellen, ich spreche heute mit Elke Heidenreich, sie ist sehr viel, aber unter anderem ist sie eine alte Frau. Das dürftest du jederzeit machen. Bei dir vielleicht? Das also stimmt ja. Ja? ja, aber du verstehst, was ich meine. Ich alt verstehe, was du meinst. Das klingt negativ. Wie dick. Und oder da, wie, das will ich das eben mal wegkriegen. Ich. Das ja, will ich mal wegkriegen. Ja, ja. Weil das ist nicht negativ. Für mich ist Jung ja. oft negativer als alt. Ja. Und was wäre die Mitte? Was wärst du denn dann? Mittelalter, Gauda oder was? Also das sind so Kategorien. Natürlich ist 80 mhm. alt, das weiß ich doch auch. Ja. Aber wie mhm. wir das definieren im Leben und in unserem Umgang mit Menschen und in unserem Umgang auch mit mhm. unserem eigenen Dasein, das ist durchaus unterschiedlich. Und da gibt es alte und nicht alte. Meine Freundin Elisabeth ist ja gerade gestorben. Die war 105. Die lag in ihrem Bett. Und die war eine Greisin. Die war ganz alt. Und sie hatte diese jungen Augen und hat geflüstert, trinken wir noch ein Schnäpschen? Ach, also, dann haben wir noch ein Schnäpschen getrunken, schön. drei ja, Tage vor ihrem ja. Tod. Das heißt, was definiert jetzt alt und jung? Natürlich war sie nicht jung. Mhm. Aber sie hatte dieses Gefühl, ach, es ist schön, ich bin noch da und ich könnte noch einen Marillenschnaps trinken, bis es mhm. zu Ende geht. Mhm. Das ist doch toll. Das ist und toll. Das sind so Sachen. Mir gefällt, vielleicht verstehst du, was ich meine, dass ich bei diesem Jungen so zögere, weil es müsste noch ein anderes Wort geben. Für mich ist Alt nichts Schlechtes und Jung ist nichts Gutes. Das geht mir genauso. Weil so. wenn ich dann sage, ich fühle mich innerlich aber viel jünger als ich bin, das ist für mich kein Kompliment. Nein, das habe ich auch so nicht gesagt. Ja, nein, ich will nur ein Wort finden. Jugend ist kein Wert an sich und Alter ist keine Schande an sich. Es sind beide mhm. Stationen im Leben, ja. die wir mit diesen Begriffen markieren. Wir ja. markieren vorübergehende Wirklichkeiten, aber selber ist das eigene Lebensgefühl entscheidet, wie man sich fühlt. Und ja. da fühlt man sich manchmal wie 108 und manchmal wie 60. Das wollte ja. ich damit sagen. Und ich hätte gerne ein anderes Wort dafür. Nicht ja. innerlich jung, sondern, weiß ich nicht, lebendig oder voller Energie. So wie lebendig. Nennen lebendig. Ja. Nennen lebendig, nennen wir es lebendig. Nennen wir es lebendig. Das würde mir besser gefallen, ja. weil wie du sagst, mit 17 war ich innerlich weniger lebendig als jetzt. Und du ja auch. oder, oder zumindest Ich war viel ängstlicher. Ja. Oder ängstlicher. Ja, und, ich war und ängstlich. Ja, Das gefällt mir gut. Ja, so lebendig. So haben, haben wir was geklärt. Ja, haben wir. Das? Okay. Das, das, das war mir wichtig. Schön, ja. Weil ich das auch immer nicht mag, wenn äh, jemand äh, mir sagt. Nein, ich will das Jugendgetue auch, ja. Ja, oder? Also ich meine, ich, man könnte doch kotzen, wenn man Jane Fonda und Cher sieht, oder? Das brauchen wir doch nicht. Dass sie 80 ja, sind ja. und auftrumpfen, als wären sie 25. Also, das ist auch geradezu lächerlich dieser Kult ne, noch in Jugendklamotten und mit aufgespritzten Gesicht da sitzen und sagen ich bin aber noch jung nein sind sie nicht sie sind hm. alt ja, genau. sie haben sich einigermaßen durch Chemie gut gehalten mehr ist es nicht ja, ja. ja mir, mir gefällt das auch nicht und ein Satz in deinem Buch ist sagt doch niemand ich bin alt und das ist gut so und bei mir ist es ein bisschen anders ich frage mich eigentlich wann darf ich sagen ich bin alt weil ich finde es hat auch so was Erleichterndes ich weiß du ich muss den Bauch nicht mehr einziehen muss nicht mehr irgendwie also, für mich ist das eher was erstrebenswertes. Du musst das selber entscheiden für dich. Ja. An manchen Tagen gucke ich in den Spiegel und denke, ach, Elke, du bist alt. Und an manchen Tagen denke ich, ey, gut gehalten. Heute Abend treffe ich auch meine Susi, meine Leonie, mein Mäxchen und wir essen Spargel und wir werden drei Flaschen Wein trinken zu viert und es wird wunderbar sein. Also, ja. es gibt auch Tage dafür, dass... Und dann sich, bist du doch auch alt. Da, dann bin ich auch alt. Und trotzdem bin ich an dem Abend ganz lustig und vergnügt und gehe ins Bett und denke, ja. ja, was für ein Abend. Also, ich finde dieses älter werden, gerade gefällt mir das gut. Als sei das so ein Zustand, ich wäre schon gerne früher älter gewesen. Ich sag dir, du bist jetzt 56, ab 60 wird es richtig klasse, was? Wird's mal noch ab. berg, ja, ja, halt noch vier Jahre mich. durch. Ich freue mich. <laughs> weil dann musst du gar nichts mehr beweisen. Du musst auch keinen Bauch mehr einziehen. Super. Du kannst auf ja. all das pfeifen. Und es wird immer noch jemanden geben, der dich verliebt anguckt im Café, weil er denkt, ach, das ist Ildiko, die sieht gut aus. Ach, das ist älter. Gute ach, Alte. Schön. Guck ja. mal, die hat sich gut ja. gehalten. Gute Alte. Und dann freue ich mich und zwinkert zurück und dann ist es auch gut. Ja. 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 Wir leben doch noch, mein Gott, das ist doch das Allerwichtigste. Ohne dass ja, wir das dauernd das, bewerten müssen, wie viel ist das wert, dass ich noch lebe. Es ist unendlich kostbar, unendlich schön, jeder Tag. Und es wird nicht schlechter. Ich Nein, meine, mit, es wird nicht schlechter. Mit 30 habe ich auch gedacht, jenseits der 50, mhm. äh, weiß ich gar nicht, woraus man noch Lebenskraft schöpft, wenn man gar nicht mehr so viel vor sich hat. War mhm. das bei dir leicht mit den Kindern? Du hast zwei Söhne, glaube ich, ne? Ja. Sind die jetzt groß? Ja, die sind noch im Haus. Also, mhm. diese Lebensphase habe ich noch gar nicht abgeschlossen. Da bin ich eigentlich noch mittendrin. Ja, was meinst du, wenn die weg sind? Du, da blühst du auf, da hast du zwei Zimmer mehr und keine viele Wäsche mehr. Da, da wirst du es nochmal richtig schön haben, wenn die endlich weg sind. Ein Zimmer habe ich schon mehr, das ist jetzt dieses, der ist ja. in den Keller gezogen. Das ist jetzt hier mein Podcast-Arbeitszimmer. Ja, das ist schön, wie du das sagst, da blühst du auf, weil es gibt so viele Frauen, die davor natürlich totale Angst haben und das ist das, was du in deinem Buch auch mit Ruhestand bezeichnet, wo du sagst ja Ruhe, Ruhe wovor? Ruhe wo vor Aber lassen, auf einmal stehen kluge Frauen vor dem Nichts. Aber du für, doch nicht. Du warst eine schöpferisch, ich nicht. Du bist eine Künstlerin. Du schreibst Bücher. Für dich fängt dann, wenn du diese irrsinnig wichtige und tolle Aufgabe gelöst hast, zwei Jungs großzuziehen, die gute Menschen geworden sind, fängt für dich das alles doch noch mal an. Du hast es doch alles in dir. Du musst den Kasten nur wieder auspacken. Und das finde ich bei den Müttern immer ganz toll, dass die das noch mal packen danach. Und die meisten packen es. Aber du beschreibst die anderen Frauen in deinem Leben, die irgendwie stehen wie Ochs vom Berg und sagen, oh, der jetzt ja. Ruhestand oder auf einmal nichts mehr zu tun haben. Ruhestand. Ich lasse mich früh pensionieren, weil ich will ja mal meine Ruhe haben und mal zu mir selber kommen. Ja, da ist aber nichts dann. Ja. ja. Schwierig, kann ja, ja. schwierig werden, ja. Dann kommen die Zipperlein. Ja, weil man nichts mehr tut. Also ich sehne mich ja nicht nach dem Nichtstun. Ich habe da eher ein bisschen Angst vor. Ich auch nicht. Wir sind doch auch definiert in unserer Gesellschaft, also das ist jetzt negativ, aber ich zitiere es jetzt mal positiv, dass nur anerkannt wird, wer was leistet. Das ist jetzt manchmal sehr schlimm, dass eine Leistungsgesellschaft den Menschen darauf reduziert, was er noch bringt. Und jemand, der krank ist oder behindert, bringt nichts. Das ist ein ganz schreckliches Denken aber wir sind so gepolt und wenn wir dann ein Leben lang gearbeitet haben 20 oder 30 Jahre und dann sagen, oh, ich lasse mich früh pensionieren, ich will endlich Ruhe haben und runter aus dem Tretrad raus, was ist denn dann? Die Schränke aufräumen oder was soll denn dann kommen? Die Arbeit definiert uns doch auch als Menschen, die Erfolge, die wir damit haben, wenn wir was geschafft haben und wenn es nur ist, was weiß ich, eine Kleinigkeit bei uns beiden in kleiner Artikel schreiben, bei jemand anders was weiß ich Irgendwas im Haus ändern oder im Garten machen oder mhm. irgendetwas muss man tun, was einen am Ende des Tages zufrieden macht. Und es ja. kann nicht sein, den ganzen Tag vor dem Spiegel lesen und Schnapspralinen essen. So schön okay, es genau. sein kann. Aber du schreibst es ja auch, das Nichtstun fu funktioniert nur im Gegensatz zum Tun. Dann kann man es genießen. Und es ja, ist das so mir einfach. So. Ich meine, da muss man ja. gar kein Philosoph sein, um zu wissen, ja. dass das Leben nur erträglich ist durch Gegensätze. Wenn wir den Tag nicht hätten, würden wir die Nacht nicht schätzen. Wenn wir die Nacht nicht hätten, würden wir den Tag nicht überleben. Wenn wir den Winter nicht hätten, würden wir uns über den Frühling nicht freuen. Und so ist es doch mit allem. Wenn wir die Jugend nicht gehabt hätten, könnten wir das Alter nicht genießen. Es hängt alles zusammen. Es ist so ein wunderbarer Kreislauf. Man kann gar keinen Baustein rausnehmen. Ja. Ja. Und wenn man alt ist, hat man das begriffen und fügt sich. Ich opponiere nicht mehr. Ich will gar nichts mehr ändern. Ich will einfach weitermachen und weiter störrisch bleiben, an der Welt teilnehmen, meine Dinge machen. Mhm. Aber ich bin nicht mehr zuständig, jetzt irgendwie noch groß was zu ändern. Das habe ich ein Leben lang gemacht. Jetzt ist auch mal gut. Ich muss mal was fragen. Ich hoffe, du bist nicht sauer. Nö, du bist ja nicht so schnell sauer. Ich bin sauer. nie ich sauer. Du kannst alles kannst fragen. Du ja, kannst ja ganz direkt fragen. Du lebst mit einem Mann zusammen, der ist 28 Jahre jünger als du, der ist drei Jahre jünger als ich. Ich habe ja überhaupt kein... Interesse an jüngeren Menschen und Männern schon mal gar nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und wenn du ihn kennen würdest, würdest du das gar nicht fragen. Ich habe mhm. den kennengelernt, weil wir sehr viel zusammen gearbeitet haben, über viele Jahre schon. Und er ist ein Musiker und ein sehr introvertierter, sehr schwieriger Mensch mit einer unfassbar schwierigen Biografie der lange wege brauchte um überhaupt hoch zu blicken nicht depressiv zu sein zu arbeiten glücklich zu sein und er ist ein mensch mit einem riesigen talent nicht gerade zum leben aber zur musik und dieses talent sehe ich fassungslos und auch bewundernd und helfe in deinem allen und über dieses talent über die liebe zur musik über gemeinsame arbeiten wir haben zwei opern geschrieben zusammen über gemeinsame auftritte wenn ich lese spielt er auf klavier über das haben wir uns getroffen kennengelernt so leben wir zusammen und bei all diesen Dingen spielt Alter gar keine Rolle, sondern Qualität. Mhm. Mhm. Also insofern mhm. ich sehe nie, dass der Jünger ist als ich. Das sage, ich schreibe immer die Zeitungen, denen ist das wichtig. Für mich ist das überhaupt kein Thema und zwischen uns beiden auch nicht. Und er nennt mich mein kleines Mädchen. Das ist doch schon mal schön, weil ich so quirlig bin. Wo gibt es eine Frau, die mit 81 von ihrem Freund noch, er guckt mich an und sagt, mein kleines Mädchen, willst du nicht mal Ruhe geben? Das sitzt <laughs> er schon seit drei Stunden auf dem Sofa und gibt Ruhe. Und ich renne immer noch rum und ich sage, willst du dich nicht mal bewegen vielleicht? Also insofern ist das auch kein Kriterium. Es gibt junge, alte und alte, junge. Und da haben wir wieder diese beiden ja, Begriffe. Ja, ja. Und ich habe das bei ihm, also ich habe viele Schwierigkeiten mit ihm, aber ich habe nie das Problem, er ist zu jung für mich. Ja, ja. Aber verstehst du dieses so das Desinteresse von mir an, an jüngeren Menschen? Weil das sieht so ja nach außen immer so aus, als würde eine alte Tante mit einem jungen Spund da durch die Betten toben. Das ist ja Ach so ein Ich Fall. meinte gar nicht jetzt nur im Sinne von Liebe, sondern auch die sind dann oft so weit weg von dem, was mich gerade beschäftigt. Und auch zum Beispiel haben die noch die ganzen Illusionen, die ich mir längst nicht mehr mache. Das macht ja. so wenig Spaß, der den, hat der die auszutreiben. Die hat ja gar nichts. nicht, der hat überhaupt keine Illusionen. Ja. Dem ja, muss ja. ich immer welche basteln. <laughs> Und das Einzige, was vielleicht unterschiedlich ist, ist, dass ich natürlich eine andere Lebenserfahrung habe als er, mhm. mit der ich nicht auftrumpfen will, aber die mir andere Zeiten beschert hat. Also die 68er und sowas, das muss ich ihm mühsam erklären, was wir da gemacht haben. Denn ja. als er geboren wurde, war ich gerade zum zweiten Mal verheiratet. Und vieles, was ich erlebt habe, kennt er nicht und kann er sich auch nicht vorstellen. Das sind oft Themen zwischen uns. Ja. Aber das ist eigentlich marginal, denn die Welt von heute erleben wir ja gemeinsam und gleichzeitig. Mhm. Und da ist es ganz gut, jemand zu haben, der mehr Kraft hat als ich und der in einem Rutsch mich mit dem Auto nach Zürich fährt und zurück. Und dass ich das nicht muss. Auch dafür ist jemand Jüngeres gut. Wenn der jetzt ja. auch 80 wäre, säßen <laughs> wir beide mit dicken Brillen am Steuer und würden alle fünf Minuten Pause machen müssen. Der fährt durch. <laughs> also so gesehen sehr praktisch. Durch. <laughs> er ist eine alte Seele und fährt durch. Er ist eine alte Seele und das fährt ist die durch. beste Kombination. Ja, ja. Ne? Das ist natürlich super. Du hast sie eben schon erwähnt, deine Freundin und Ersatzmutter Elisabeth von Boris, die ja vor vier Wochen, glaube ich, gestorben ja. ist, mit 105. Als sie hörte, dass du ein Buch übers Altern schreiben würdest, war ihre Reaktion Elke, du hast doch gar keine Ahnung vom Alter. Ja, wer du mal 100, hat sie gesagt, das ist so lustig. Du mal 100. Ja. Das ist eine sehr liebe, sehr kluge Frau gewesen, die mit 23 mhm. Jahren schon ihren Doktor in Jura hatte, die drei Kinder großgezogen hat und ihre eigene Karriere und ihr Leben hinten angestellt, aber die an allem immer wach teilgenommen hat und ihren Kindern eine kluge, gute Mutter war und mir Fast auch. Ich hatte ja keine gute Familie als Kind und war dann in einer Pflegefamilie, die zwar sehr gut war und sehr klug, aber sehr kühl. Also mich hat niemand einer in den Arm genommen, als ich 15, 16 war. Und das braucht man in dem Alter sehr. Und Elisabeth hat es einfach gemacht. Ihre Tochter heißt auch Elisabeth, die war meine Klassenkameradin und wir waren befreundet. Und diese Elisabeth, die so alt war wie ich, hat mich mit nach Hause genommen Und eines Tages und dann stand die Mutter in der Tür und machte die Arme auf und sagte, da kommt ja noch ein Kind. Und so mm. ist das geblieben. Ich war immer das Kind, für das auch ein Teller am Tisch stand. Ich bin mit den Söhnen bis heute befreundet, mit der Tochter Elisabeth auch vage, weil Elisabeth hat fünf Söhne großgezogen. Die hat ein ganz anderes Leben als ich. Aber die beiden Jungs sind mir auch noch Freunde. Und die Elisabeth Mutter ist es immer geblieben. Die hat immer gesagt, die Elke ist auch ein bisschen mein Kind. Die war so verloren, als sie jung war. Und das habe ich nicht vergessen. Das hat mich gerettet in einer ganz, ganz schwierigen Zeit, wo es so auf der Kippe stand, ob ich bitter und böse werde oder ob ich freundlich bleibe. Und die Elisabeth hat mir geholfen zu zeigen, es gibt Menschen, die einen lieben, die stellen einem Teller Suppe hin und sagen, komm du mal in meinen Arm, komm mal her. Gib mir mal ein Küsschen. Das war schön. Und das danke ich ihr immer. Und als wir später waren, wir natürlich beides alte Frauen. Ich war 80, sie war 100. Ich saß an ihrem Bett und wir haben gelacht und sie hat gesagt, ich habe dich immer lieb gehabt. Und ich habe gesagt, ich dich auch. Und das ist ein schönes Gefühl. Das ist schön. Und sie wollte jetzt auch sterben. Sie hat gesagt: Ach, Elke, ja, war toll, aber hör mal, 105, was soll denn noch kommen? Ich sitze hier rum. Jetzt ist auch mal gut. Und dann habe ich gesagt: Könnten ach. wir denn noch ein Schnäppchen trinken? Vorher sagt sie: Oh ja. Mhm. Und dann haben wir noch ein Schnäppchen getrunken. Ist das nicht schön? Das macht mich glücklich und das nimmt mir auch persönlich Angst. Sie ist dann irgendwann eingeschlafen. Ja. Toll, toll. Der Verlust bleibt. Ja, aber ich habe keinen Verlust. Ich empfinde nicht mehr, dass ich heute noch Elisabeth von Boris brauche. Okay. Nur, um das ganz klar zu sagen. Mhm, ich bin in meinem eigenen Leben. Ich brauche das nicht. Ich war ihr nur bis zuletzt in Liebe und Dankbarkeit verbunden. Aber es ist für mich jetzt kein Verlust. Es ist kein Verlust, eine Frau zu verlieren, die 105 Jahre alt und, und sehr zerbrechlich war. Sondern das ist ein Trost, dass sie jetzt schläft. Gewöhnt man sich. Langsam an das Sterben der anderen, nee. an das Sterben von Liebsten und Freundinnen? Nein, wenn du das so fragst, natürlich nicht. Es ist kein Verlust in dem Sinne, als wir alle alt sind. Auch Hans Neuenfels war über 80. Auch Tomi Ungerer waren die 90, die mir in den letzten Jahren gestorben sind. Jürgen Flimm war schwer herzkrank. Ich habe an vielen Gräbern in den letzten Jahren gestanden und es sind alles Menschen gewesen, die alt waren, die wie ich ungesund gelebt haben. Neuenfels, zwei Liter Wein am Tag. Tomi immer auf den Rändern seiner Kräfte und hatte seit Jahren schon schwer Krebs. Hannelore Elsner, mit der ich gut befreundet war, hatte schweren Krebs jahrelang, wovon keiner wusste. Ich wusste das natürlich als Freundin. Und dann weiß man, die gehen jetzt irgendwann. Das tut weh, man muss loslassen. Aber man weiß auch, deren Zeit war um. Die Uhr war abgelaufen, die Zeit war gekommen. Und so wird es ja bei mir auch sein. Und so war es auch bei Elisabeth. Und dann ist man traurig, man weint, man guckt in dieses Loch, es ist alles schrecklich. Aber man denkt, ja, ist auch richtig. Ist jetzt die Zeit. Hm. Weil meine Frage war nicht, nicht äh, zynisch oder flapsig gemeint, sondern mein Eindruck ist tatsächlich, dass je älter die Menschen werden, desto gelassener gehen sie auch mit den Verlusten um, die das Leben ihnen abverlangt. Es bleibt dir gar nichts anderes übrig, Ildiko. Wenn du älter mhm. wirst, musst du ja, sind ja Verluste. Wenn eine Mutter ihr Kind verliert, ich glaube, das ist ein Verlust, der heilt nie, nie. Wie soll das denn heilen? Aber wenn du älter bist und deine gleich alten Freunde sterben, bist du traurig, weil einer fehlt im Kreis des Austausch. Tausches, aber du weißt, du bist auch irgendwann dran und dann sind die traurig. Es ist ein Kreislauf, mhm. der ganz normal zu Ende geht. Mhm. Es ist traurig, aber nicht tragisch. Ein Kind zu verlieren, das ist tragisch. Ja. Als junge Mutter ja. zu sterben, das ist entsetzlich tragisch. Eine Frau, die ihren Mann verliert, während sie ihre Kinder großzieht, das ist tragisch. Aber wir Alten, mein Gott, wir sind dran. Ja. Ich sehe das ja sehr, sehr lakonisch. Sehr pragmatisch. Ja, du, du willst ja auch keine große Sache draus machen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich überhaupt nicht, bloß nicht. Dass du bloß dir sehr wünscht dass irgendwann eine Buchhandlung anruft bei dir zu Hause. Leonie geht dran und sagt, nö, die Elke liest nicht mehr, die ist, ist schon die so tot. tot. Ja, ist so herrlich, oder? <laughs> ja. ja, das ist das eine. Das hat mir gut gefallen, dass du das so ein bisschen beiläufig geregelt haben möchtest, deinen Tod. Das andere ist, dass du in deinem Buch einen... Nachruf geschrieben hast für dich selbst. Ja, das war so eine flapsige Idee. Heute denke ich, das hätte ich nicht machen sollen, weil das alle ja? zitieren. Das war so eine Idee, dass ich dachte: okay. der Herr Gott nochmal, hört auf zu trauern, ändert euch lieber, ihr lebt noch, macht's besser. Ihr seid so genügsam geworden, ja? ihr nehmt nicht mehr teil an der Kultur, ihr lasst alles verkommen, hört auf, um mich zu weinen, ordnet das, was da ist. Also da war mir gerade nach an dem Tag und jetzt habe ich es dringelassen und Jetzt ist ich habe unterschätzt, wie sehr das überall einschlägt. Ja. Ach so, ist das so? Ja, weil mhm. mich hat es. Das, das ist schon. Ich will kurz die letzten Sätze lesen. Ich bin tot. Ihr seid es auch jetzt schon. Ihr habt mich alle miteinander enttäuscht und entsetzt und angewidert. Fahrt zur Hölle. Ich gehe schon mal vor und heize da für euch an. Ja, das sind so oft meine Stimmungen. Ja, dass ja, ich denke, Herr ich Gott, mit was begnügen mh. Sie sich? Was für eine Scheiße ja. lassen Sie sich vorsetzen im Fernsehen? Mit was finden Sie sich ab? Und dann denke ich, seid ein bisschen rebellischer. Gefälligst. Ja. Und nicht so. Also ruderst du gerade zurück oder? Nee, ich hätte das nur nicht schreiben sollen, weil jeder das jetzt zitiert und das überfordert oder über- und unterfordert, mich gleichermaßen mhm, jedes mhm. Mal dazu Stellung nehmen zu müssen. Okay. Also ich, man muss sich immer noch hüten und das habe ich nie gelernt. Angriffspunkte so deutlich hinzulegen, dass wirklich jeder sofort kommt und sagt, Ah, aber da haben sie gesagt und dann muss man es hundertmal erklären. Auch mir gefällt immer. es gut, weil es ja. ist, nicht, ist nicht sanft, es ist ein wütender Nachruf, ein aufrüttelnder für die, für die lebendigen Toten. Die ich bin außen ein Kaktus, aber innen bin ich schon sanft, bin schon verletzlich und sanft. Aber ich habe mir meine Stacheln bewahrt, weil ich mir nicht alles zumuten lasse. Sagen wir es so. Das war bei dir immer so. Ne? Immer. Bei mir wird das, ich werde jetzt erst stacheliger. Also mhm. das ist auch, finde ich, so eine Alterserscheinung. Nicht ja. nur, dass man Falten kriegt, sondern auch Stacheln. Also ja, bei mir stachliger. ist das so. Ja, ich auch. Ja. Ich war aber immer ja. so. Also ich will keiner Frau, die bei MeToo jetzt ihre Qualen öffentlich ausbreitet, irgendeine Qual oder ein Erlebnis absprechen. Mich wundert nur, dass manches nach 20, 30 Jahren kommt. Ich bin zweimal in meinem Leben, wenn man so das nennen will, belästigt. Worden. Ich habe darüber gar nicht groß nachgedacht. Also jemand, der einem die Zunge in den Hals steckt oder einen unsittlich anfasst. Beiden Männern habe ich sofort eine reingehauen. Ich habe meine Hand gehoben, weil es waren zwei Männer, mit denen ich nichts hatte. Und habe gesagt, hast du sie noch alle? Und eine Ohrfeige. Und dann sagte der, ja, entschuldige. Und dann war es gut. Nach 30 Jahren zu sagen, da hat mir einer was angetan, macht mir Schwierigkeiten. Aber ich will darüber nicht urteilen. Ich will nur sagen, ich hatte die Stacheln früher schon. Mhm. Mir wäre das vermutlich dann nicht passiert. Ein bisschen staatlich ja. ist ganz gut, nicht so fügsam Das ist sagen. sehr gut, ja. ja. Mir wäre sowas passiert, es ist mir nicht passiert, aber ich hätte mich ja. nicht wehren können. Ja. Heute könnte ich mich wehren. Ja. Und, äh, Bei mir war es einmal also privat und einer im Fernsehen, die einem wirklich dann dachten, jetzt könnten sie mal, wenn das Licht aus ist, einen da in den Ausschnitt fassen oder so. Oh, da, da, ich ich habe gar nicht nachgedacht. Ich finde es auch nicht schlimm. So ein Jüngling, der halt mal, ist ja auch eine Ehre. Er will einen haben oder was. Also ich weiß nicht, wie ich darüber denken soll. Aber ich habe einfach ausgeholt und gesagt, hast du sie noch alle? Und klatsch hatte der eine dicke Backe. Und gut war's. Ja. Aber das kann nicht jeder. Und wie diese mhm. Couches mhm. da funktionieren in Weinsteins Büro, darüber will ich gar nicht nachdenken. Was das für Welten sind, die kenne ich nicht. In denen ja. habe ich mich nie bewegt. Ja, ja. Du, ich würde so wahnsinnig gerne mehr über deinen gefährlichen Koffer wissen. Erzählst du aber wahrscheinlich Nein. nicht, ne? Nein. <laughs> Den gibt es aber wirklich, <laughs> ja. der gefährliche Koffer, der ja. oben steht. Ja. Und letztlich, im Grunde musst du den rechtzeitig verbrennen. Also, das sind sozusagen das Sachen, tun. Die, von denen du dich nicht trennen kannst, Briefe oder sowas, ja. die du aber nicht möchtest, dass sie jemand anderes liest. So ist es. Ja, ja. ja, ja. also, das schaffe ich schon noch. Irgendwann an anderen ja. Abend schaffe ich das. Also, interessant, du musst den richtigen Zeitpunkt finden, ja. du möchtest damit leben, aber nicht damit sterben. Ja, ist so, ja. Ich bin fast damit gestorben und noch mal nicht. Aber er ist noch da. Also du hast noch äh, noch bin ich da und und äh, ja, ja, und der Koffer auch. Ja. Äh, kennst du sowas wie Wehmut? Ja. Sehr. Bist du ein Ja? Ja, sehr. Äh, dieses schöne Zitat von Kierkegaard, kennst du das? Wehmütig grüßt der, der ich bin, den der ich sein oh, möchte. Aus deinem Buch auch. Wie oft war ich wehmütig und und habe hinterher gedacht, hätte ich doch die Klappe gehalten, auch bei meiner Sendung lesen, die ich so gern gemacht habe, obwohl ich am Ende wirklich erschöpft war und auch wenn ich ganz ehrlich bin, froh, dass es vorbei war. Aber es war eine so tolle Sendung. Ich hätte sie etwas besser pflegen sollen und mich auch etwas reduzieren und nicht gleich alles hinschmeißen. Da war ich sehr wehmütig. Ich habe oft große Fehler gemacht und die mit Wehmut mhm. betrachtet. Aber das, ja, das ist ein, ein Teil, der zu mir gehört, wie der Humor, die Wehmut. Das mhm. vergeht auch wieder, aber es ist in mir drin. Das ist da. Ja, Wehmut ist ein, auch mit meiner Mutter wehmütig. Denke ich. Mein Gott, warum haben wir uns nicht verstehen können? Ich habe mir nicht genug Mühe gegeben. Sie auch nicht, aber ich auch nicht. Denkst du das, dass du dir nicht genug Mühe gegeben hast? Ja, das denke ich. Ja, ich habe oft gedacht, jetzt müsste ich eigentlich hinfahren oder sie anrufen und dann habe ich es verdrängt und nicht gemacht. Und heute denke ich, vielleicht hätte ich es mehr in den Arm nehmen müssen, einfach mal weicher sein mit ihr und nicht immer. Aber sobald wir uns sahen, hatten wir Diskussionen. Ich habe es nicht hingekriegt. Das macht mich schon wehmütig, ja. Ist das eine Form von Schuldgefühl auch? Ja, ist ein Schuldgefühl, denke ich schon. Ja, klar. Ja, man nimmt auch Sachen mit ins Grab, die nicht so schön sind, ne? Muss man einfach auch sagen, man kann genau. man kriegt nicht Sünden, alles gelöst. Versäumnisse, man kriegt nicht alles gelöst und ich habe Fehler gemacht bei ja. Trennungen, die die oft zu grob waren oder die ich anders hätte machen müssen oder vielleicht gar nicht, aber ich, ich, ich konnte in dem Moment nicht anders. Manchen Menschen würde ich gerne noch mal sagen, es tut mir leid. Ich habe gerade neulich beim Aufräumen auf dem Speicher einen Brief gefunden, als ich 14, 15 Jahre alt war, meine erste richtig große Liebe war ein Junge aus der Nachbarschaft. Der hieß Wolf, ein ganz wunderbarer Junge, der schön Klavier spielte und so. Und ich war jetzt sehr verliebt in ihn. Und wir haben so vorsichtig geküsst. Damals, wir waren ja viel zurückhaltender. Von Sexualität war gar keine Rede, nur von Küsschen und Briefchen haben wir uns geschrieben und so. Jahre später, als ich mit Bernd Schröder längst verheiratet war und sehr glücklich war in den ersten Jahren so Mitte 30, hat mir dieser Wolf noch mal geschrieben. Wir waren so ganz lose immer im Kontakt. Er war auch verheiratet und er schrieb mir, er verlässt gerade seine Frau und die Kinder und er sei im Leben nie glücklich gewesen und er dächte zurück an die Zeit, als wir so jung waren, wie glücklich wir waren und gar nicht wussten, wo das alles hinläuft. Und ich erinnere mich, dass ich ihm daraufhin einen mhm. ganz pampigen Brief geschrieben habe und zwar aus der Arroganz des Glücklichseins heraus. Ich war gerade glücklich, dass ich geschrieben habe, ja, dafür muss man auch was tun oder so, stelle ich mir vor. Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Äh, bist du auch selber ja. schuld? Hast dich verliebt in jemand anders und verlässt deine Frau und deine Kinder? sowas macht man auch nicht. Also irgendeinen pumpigen Brief, den weiß ich nicht mehr. Aber seinen Antwortbrief habe ich gefunden, wo er schreibt, ach, liebe Elke, jetzt auch du. Du warst die Letzte, die mich noch kannte von früher und du schreibst mir so einen Brief und es tut mir weh und ich dachte, ich könnte mit dir reden und leb wohl. Und er hat sich das Leben genommen. Nicht wegen meinem Brief, aber weil er ein unglücklicher Mensch war und diese Hand habe ich nicht gesehen. Das wird mich nie verlassen. Jetzt habe ich mit 42 Jahren das Leben genommen. Und das sind so Sachen, die trage ich mit mir rum. Klar. Ich bin oft sehr rüde und ruppig. Und hinterher denke ich, oh, aber heute kann ich es sagen. Heute kann ich dann hingehen und sagen, es tut mir leid. Da war es halt zu spät. Ja. Du schreibst ja, wie wichtig es ist, loszulassen. Also, das, das zu lernen. Das ist eigentlich das, was man besitzt, macht einen nicht glücklich, sein, das, was man loslässt. Aber was ich jetzt höre und was irgendwie finde ich auch erleichternd ist, manche Sachen wird man nicht los. Ja, das da hast du recht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Manche Dinge, die bei einem passiert sind mit Menschen, Gefühle, Erlebnisse, die wird man nie los. Ja. Punkt. Ja. Das ist das eine. Punkt. Das genau. andere ist, ich sitze in meinem Haus voller schöner Dinge, lang gesammelt, Bücher, Sachen, du kennst das, Gläser, schöne Kleinigkeiten. Das loszulassen, fällt mir schwer. Und meine Freundin sagt immer, du bist doch dann tot, ist doch egal. Mir ist es irgendwie nicht egal. Ich habe die ja, Sachen so gern. Ich möchte, dass sie in gute Hände kommen. Sie haben mich jahrelang glücklich gemacht. Ich möchte, dass sie weiter da sind und belohnt werden fürs Glücklichmachen. Also Dinge fallen mir <laughs> im Moment viel schwerer als Gefühle und Menschen. Dinge. Ich gucke das dann an und denke, ach Mensch, dich schmeißen es auch in den Müll. Und dann möchte ich es verstecken. <laughs> ja. ja. Aber ich finde es erleichternd, weil der Gedanke ist mir irgendwie neu, ob schon, das ist auch eine Illusion wahrscheinlich, die ich mir gemacht habe bis vor fünf Minuten dass man sterben sollte so und alles ist gelöst nein nichts, ohne lasten es stimmt gar nein, nicht nein das, das geht gar nicht, nicht es ne? geht gar nicht du ja. kannst nicht alles lösen du nimmst konflikte ja. und fehler und unzulänglichkeiten natürlich mit in dein sterben ja. Und auch Dinge bleiben zurück, Dinge und Menschen und Entscheidungen, an denen du mitgewirkt hast. Und äh, du kannst nicht alles lösen. Muss man auch nicht. Dies alles ungelöst verlassen, heißt es, glaube ich, bei Gottfried Benn. Also man verlässt es, aber es ist nicht gelöst. Aber man löst sich daraus und ist dann einfach weg. Und ich denke immer, das ewige Leben, das berühmte, solange noch Menschen leben, die mich kannten bin ich auch noch da, weil die sagen, ach, die Elke, dieses Bild habe ich von ihr oder die habe ich gekannt oder ich habe ihre Bücher gern gelesen oder dies ist ein Hund und die Jungen von dem, das ist ein Hund von Elke gewesen. Wenn der letzte Mensch stirbt, der irgendwas mit mir zu tun hat, dann bin ich weg, weil ich bin ja nicht jemand Berühmt ist, der durch die Jahrhunderte geistern wird. Ich bin dann weg und ich finde das tröstlich. Dann sind auch meine Fehler weg, meine Versäumnisse, meine ah, ja. Irrtümer, meine Gemeinheiten. Dann ist alles verziehen, dann ist alles weg. Ich war neulich auf dem Friedhof und am Rand des Friedhofs lagen ja im Grunde die Gräber von Gräbern, also so alte Steinkreuze, wo die Namen rausgemeißelt mhm. waren. Aufgelöste Gräber. Aufgelöste Gräber mhm. und davon so der Restmüll. Mhm. Ich dachte, ja. Wahnsinn, wenn dein Grab zu Grabe getragen wird, dann bist du weg. Ist wirklich alles weg. Ja, ist wirklich wahr, ja. Aber findest du das nur schlimm? Ich finde das auch tröstlich. Also ja, jetzt wo du das sagst, kann ich mir überlegen, das auch als tröstlich zu empfinden. Ja. ja, weißt du, wir quälen uns mit so vielem. Und du weißt es doch vielleicht auch aus deinem Leben, was einen manchmal umtreibt den ganzen Tag oder Wochen und man quält sich und irgendwie findet sich eine Lösung, eine gute oder eine schlechte und dann ist vorbei und es hat uns aber tagelang umgetrieben und manchmal denke ich, warum tun wir uns das an in der kurzen Zeit, die wir haben, uns mit Dingen so zu quälen? Warum nicht einfach jemandem ja oder nein sagen und eine Entscheidung herbeitreffen anstatt rumzueiern, rumzuzögern, die Sache zu verschlimmern? Es fängt an bei einer Steuererklärung oder bei was weiß ich, alles vor sich herschieben, machen, hinter sich bringen. Weiterleben, es wieder oh. schöner haben. Den, den mhm. Mist aufräumen. Oder sagen, ich bin unfähig, mach du es für mich. Du ist denn diese Form von Gelassenheit dem eigenen Verschwinden gegenüber, auch dem eigenen Tod gegenüber, wenn du sagst, du willst keine große Sache draus machen. Ist das auch eine Alterserscheinung? Weil ich bin noch in dem Alter, wo ich denke, ach, ich hätte schon ganz gerne so eine Riesengrabstätte und ganz viel Bremborium. Ich weiß, als eine sehr alte Dame starb, die mir viel bedeutet hat, war ich äh, ungefähr 30. Die hatte in ihrer Handtasche ein Gedicht und darauf stand: "Das bitte bei meiner Trauerfeier verlesen." Und ich es ist ein sehr berühmtes Gedicht. Ich weiß noch die letzten Zeilen: "Als wäre ich nie gewesen oder kaum." Mhm. Und alles in mir rebellierte, weil ich dachte, man muss sich doch erinnern, es muss laut sein, die mhm. Tragödie des Todes darf nicht so beiläufig mhm. irgendwie weggewirtschaftet werden. Hat sich das bei dir verändert? Nee, das war bei mir nie. Ich habe so. immer pompöse Begräbnisse als fürchterlich empfunden und schrecklich und bin auch nie gern auf Friedhöfe gegangen, Blumen niederlegen bei meiner Mutter oder bei Freunden. Ich finde das nicht, dass es so pompös und gewaltig sein muss. Und man erinnert sich an mich oder man erinnert sich nicht. Aber dieses nochmal auftrumpfen und nochmal feiern wollen, empfinde ich fast als obszön. Also, ich finde ein stilles Gehen besser. Und den Tod als Skandal empfindest du auch nicht. Wenn man sich überlegt, komm, alles, was du weißt, was du gelesen hast. Ist so, so viel wieder weg. nicht. Ist weg. Ja, ja stand ist dann weg. weg. Macht nichts. Schopenhauer ist auch weg. Rilke <laughs> ist weg. Gottfried Ben ist weg. Seneca ist weg, Goethe ist weg, Schiller ist, das ist weg. Der ist doch schlimm genug, Elke. Der die schönste Sprache hatte. Aber sie sind dadurch ihre Werke. Und was bin ich denn? Ich bleibe noch ein bisschen durch meine Bücher und meine Geschichten und dann sind die auch weg. Ich glaube nicht, dass die Welt mich wirklich braucht. Ich habe die Welt gebraucht, ich bedanke mich, ich gehe dann, aber die Welt wird sehr gut auskommen, auch ohne mich. Und da muss kein Grabstein sagen, hier liegt sie und mein Gott, war sie wichtig. Und sie lebte von. Oder Adolphe Monjou, weißt du, der liegt in Paris auf äh, La Chaise. Und das ist der mit dem Monjou-Bärtchen. Er hat auf seinem Grabstein stehen, verzeihen Sie bitte, dass ich mich nicht erhebe, gnädige Frau. Ja, ich meine, geht's noch? Hä? Das wäre nichts für dich. Nein, für das wäre nichts für mich. Ja. Du bist du manchmal ganz froh, dass man bei manchen Sachen, so wie, weiß nicht, Skifahren, Koffer packen, äh, tanzen, Sex, dass man nicht vorher weiß, dass man das gerade zum letzten Mal tut? Das denke ich oft. Komisch, da hast du einen wunden Punkt jetzt erwischt. Ich bin heute Morgen mit dem Hund durch den Park gegangen und habe gedacht, Irgendwann gehe ich zum letzten Mal und ich habe aber eher gedacht an so Oberschenkelhalsbruch, weil ich war gerade gestolpert ne? und dachte, oh scheiße, ich war auf Matsche ausgerutscht. Das habe ja. ich aber abgefangen. Dachte ich, wenn ich jetzt hier falle und mir den Oberschenkel breche und dann sechs Wochen damit liege, ob ich dann nochmal gehe, dann sehne ich mich nach diesem Spaziergang. Irgendwann ist es der letzte, das weiß ich. Aber ich will nicht wissen wann. Irgendwann ist auch der mhm. letzte Kuss. So wie wir irgendwann, ja. wirst du sehen, mit 56 hast du zum letzten Mal deine Tage. Dann denkst du aber erst drüber ja, nach. Das es sind, ist, schon lange oder, her. Ja, ist schon lange her. Wechseljahre, ja. ja. Irgendwann ist das letzte Mal, ja. ja. Und dein letztes Kind, ja, dein zweites war dein letztes. Es ist immer irgendwas zum letzten Mal. Aber ich, man weiß nicht wann. Und man das weiß ist nicht vielleicht wann. auch ein Segen, Vielleicht ne? mein letztes Auto. Ich habe mir jetzt noch mal eine dicke Karre gekauft vor zwei Jahren. Ist wahrscheinlich mein letztes Auto. Aber wer weiß? Vielleicht werde ich 90 und kaufe mir noch eine dicke Karre. Ich habe ja einen jungen Freund, <laughs> der so fahren kann. Ich weiß es nicht. <laughs> ich, ich will das nicht zu nahen mich lassen. Ich weiß auch, warum ich, ja. du drauf kommst. Durch dieses etwas sentimentale, aber mir sehr innige und, und sehr nahe Bild. Ich wohne direkt am Rhein und es fliegen wirklich über mein Haus die Zugvögel und ich höre die, die sind ja laut, die schreien, die Kraniche und die Wildgänse, die kanadischen Gänse, die machen unheimlichen Lärm, wenn die kommen, die hört man von ja. weitem und die fliegen immer über den Rhein und irgendwie ist die Einflugschneise mein Haus und jedes Jahr im März sehe ich sie kommen und im November sehe ich sie fliegen oder höre sie. Ich rase sofort raus in den Garten und gucke. Könnte immer weinen, wenn ich diese tolle Formation sehe, die starke vorne und die anderen da hinten und sie wechseln sich ab. Ja. Und da denke ich jedes Mal, oh, wie schön, ich sehe euch. Hoffentlich stehe ich hier noch, wenn ihr wiederkommt. Aber das hat weniger mit meinem Leben und meiner Angst vor dem Tod zu tun, als mit der Sehnsucht an solcher Schönheit noch beteiligt zu sein. Ach, ja. Bitte ja, schreit, also, wenn ihr wiederkommt, dass ich euch sehe. Ja. Und dann denke ich, da seid ihr, ihr tollen Tiere, so klein, aus einem Ei gekommen und ihr fliegt 2000 Kilometer und ihr fliegt so, dass auch die letzte noch mit kann und ihr fliegt Formation. Wo habt ihr das her? Ich stehe da, ich bin fassungslos und das macht mich glücklich und das möchte ich jedes Jahr haben, dieses Glück. Also eher dieser Gedanke. Und das ist eine große Begabung, glaube ich, dass auch deine Begabung. Ich habe eine Begabung zum Glück. Ja, Ich habe eine hast Begabung, das weiß ich. Ich, ja. ich mache viele mhm. Fehler und mache viel Scheiße, aber ich habe wirklich eine Begabung zum Glück. Ich, das hat neulich mhm. jemand zu mir gesagt, der Uwe Wittstock, dieser kluge Mensch. Der hat gesagt, weißt du, Elke, bei dir war vieles nicht schön im Leben und du hast auch viele Fehler gemacht. Und alle, die wir dich kennen, haben unter dir auch schon gelitten. Aber du hast eine Begabung, dein Leben. Auch mit Niederlagen ins Glückliche zu drehen. Um die kann man dich nur beneiden. Und das stimmt. Ich lasse mich in diese Tiefs nicht reinzwingen. Und das habe ich als Kind bei meiner Mutter gelernt. Die sehr, sehr, die hatte mich lieb, aber die konnte das nicht zeigen. War ja nun kein Unmensch, meine Mutter. Mhm. Mhm. War ein verbitterter, trauriger, einsamer Mensch. Verlassen und betrogen und dann ein schwieriges Kind. Und was hat sie dir beigebracht? Dann hat sie gesagt, ich habe sie mal gefragt, hast du mich denn gar nicht lieb? Und dann hat sie mürrisch oh. gesagt, wenn ich dich jetzt drei Tage nicht sehen und hören muss, dann habe ich dich wieder lieb. Dann habe ich drei Tage die Klappe gehalten. Ich habe nichts gesagt. Ich habe unterm Tisch gesessen beim Essen. Ich habe mir meinen Teller nach unten genommen und habe hochgeguckt, ob sie mich dann wieder lieb hat. Und da war sie sehr gerührt und hat mich in die Arme genommen und hat gesagt, so habe ich es doch nicht gemeint. Also ich kann mir die Dinge glücklich drehen. Und das ist ein Talent. Ja. Ich habe ein Talent zur Freundschaft und zum Glück. Nicht so sehr zur Treue und auch literarisch bin ich kein Welttalent, aber es reicht für ein schönes Leben. <laughs> Ja, und du flippst aus, wenn die Gänse kommen. Und wenn ich flippe aus, wenn kommen. die Gänse kommen. Mm, mm. Diese schönen Tiere, was die können. Du nicht? Das ist schön. Wenn du das siehst, das ist doch... Ein ich, ich lebe nicht in der Einflugschneise, aber ja. ich verstehe genau, was du meinst. Du verstehst hast. doch, bei bei mir ist es meine, ist was ich meine. Natürlich. Ja, mein ja, mein ja, Herz schlägt, ist, wenn ich die höre. Ja. Ich rase mm. raus und, und sehe diese... Und es sind Tausende, weißt du, sie sind ja nicht zehn. Ja. Tausende. Das hört mm. überhaupt nicht auf, diese Ketten. Und die schreien. Mm. Und die kommen aus Afrika. Und lassen Sie am Rein nieder. Also, ich könnte auf die Knie gehen, wenn ich sowas sehe. Das ja, ist für mich ja. mit das Schönste, was es in meinem Leben gibt. Überhaupt Tiere. Tiere. Dieser Blick vom Hund. Liebe Elke. Ich danke dir. Sollte dieses Gespräch, was wir geführt haben, das letzte gewesen sein. <laughs> Ildiko. Finde ich. Weder können wir gut damit leben, oder? Ich auch. Ich auch. Ich <laughs> wünsche dir, dass es zumindest für dich nicht das letzte ist. In meinem Alter weiß man nie. <laughs> Mach weiter und ich danke dir für dein Interesse und deine freundliche, ruhige Geduld mit mir. Ich danke dir sehr und bin irgendwie durch Frauen wie dich, durch dich sehe ich zuversichtlicher in die Zukunft und in mein Altwerden und Dafür möchte ich mich bedanken. Was Lieberes hättest du mir jetzt gar nicht sagen können. Und wenn wir uns auf der Buchmesse vielleicht sehen in diesem Jahr, bist du da? Ich bin nicht da, aber oh, ähm, dann nehme ich dich aber, gern mal wieder in den Arm. Aber nächstes Jahr. Wer weiß, wenn die Wildgänse Wer weiß, da waren, die, wenn die Wildgänse kommen. Okay. Ich danke dir sehr. Adieu, du Liebe. Alles Liebe. Tschüss. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht möchtet ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und vielleicht auch mit ein paar Sternen hier bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch sehr herzlich, wo auch immer ihr gerade seid. Eure Ildiko. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All 5 craveable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.